Augen. Das ist zu viel Ehrlichkeit hier. Willkommen zu meinem ersten Reaction-Video hier auf YouTube. Ich hätte persönlich niemals für Möglichkeiten, dass ich irgendwann mal Reactions hier auf YouTube hochladen würde. Fand ich auch selbst irgendwie früher ein bisschen blöd, konnte da nicht so richtig was mit anfangen. Aber im Laufe des letzten Jahres habe ich festgestellt, irgendwie gucke ich mir selbst immer mehr Reactions an. Mich interessiert da oft die Meinung vom Reactor oder manchmal ist es auch irgendwie lustig und so. Und deswegen dachte ich mir, gut, Ansgar, du probierst es in diesem Jahr einfach mal selbst aus. Wenn es was für mich ist, dann wird es hier viele Reaction-Videos geben. Wenn es nichts für mich ist, ja, dann wird es eben irgendwann vorbei sein wieder. Aber ausprobieren wollte ich es mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ich mich so anstelle. Und wir starten heute mit einem Video von mir selbst, ja, mit meiner ersten Trägerfahrt. Die war damals ganz witzig und was da so alles passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Video ist übrigens entstanden einen Tag nach der Agritechnica 2019, wenn ich mich recht entsinne. Müsste hier ja auch noch stehen. Ja, vor 3 Jahren. Und da war ich beim lieben Kurt. Ja, was da passiert ist, da schauen wir jetzt mal rein. So, das legendäre Intro. Ne? Guten Morgen zusammen. Ich bin heute auf einem Bauernhof und darf heute erstmals in meinem Leben einen richtigen Trecker fahren und der Kurt hier vorne und der David, die haben mich eingeladen. Moin. Zusammen. Hallo. Moin. 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 Da hinten steht schon der Fan drin und den würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Ne? Ja, gerne. Los geht's also zum Traktor und später wartet sogar noch eine weitere Aufgabe auf mich. David ist übrigens mittlerweile, glaube ich, der Mitarbeiter von Kurt, also arbeitet auf dem Hof mit und Kurt hat den Hof halt von seinen Eltern, ja, ich weiß noch nicht, ob übernommen, aber der führt den offensichtlich auf jeden Fall weiter. Und der Fan, den wir hier sehen, dem ging es in der Zwischenzeit, glaube ich, nicht mehr so gut. Also der hatte danach einen Feldeinsatz, wo der, glaube ich, in Brand geraten ist. Also irgendwie, ich bekomme es nicht mehr ganz zusammen, aber der hat noch einiges nach dem Dreh hier erlebt. Aber das war im letzten Jahr, glaube ich. Aber damals hat er das noch nicht erlebt und das war ja ein schicker Fan, 724, glaube ich, oder so. Sehen wir gleich. Erstmal fährst du sozusagen zum Feld, genau. Das darfst nur du und genau, dann gucken wir mal. Ich glaube, du dürftest sogar auffahren. Ich dürfte sogar auffahren. Ja, du dürftest auffahren. Du hast ja L, also in B hast du ja auch L mit automatisch drin und weil der nur so schnell läuft, 40, darfst du halt dann. Ah, hier, das war ein Thema damals in den Kommentaren, da erinnere ich mich noch dran. Kurt und David, ich hatte damals keine Ahnung, ne? Aber ich hatte natürlich schon einen Autoführerschein und Kurt und David sagen ja, man darf mit dem B-Führerschein, weil da L drin ist, dürfte man diesen Trecker jetzt auch schon fahren. Zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken natürlich, ne? In den Kommentaren stand allerdings damals, man dürfte es nicht fahren. Stimmt das oder stimmt das nicht? Klärt mich mal auf. Dürfte man diesen Trecker jetzt fahren? Ich sage ja. Ich bin der Meinung, man dürfte den mit L fahren. Wusste ich damals nicht, aber ich glaube, es geht. Es ist in Ordnung, glaube ich. Weil viele machen das auch. Also ich habe den einen oder anderen Landwirt in den letzten Jahren gesehen, der auch nur einen L-Führerschein hatte und der dann beim Abfahren oder sowas geholfen hat. Also so Helfer, ne? In der Ernte oder beim Maishäckseln. Sogar mit L dann auch fahren. Das geht gar nicht. Genau. Ich bin ja geborener Traktorfahrer. Das wird ja der Trecker. Gut, dann lass uns mal reingehen. Ja, freilich doch. 27. So, hier darf ich sitzen auf diesem. Genau. Soll ich Tür zu machen? Richtiger Müllbude, der Trecker. Was da hinten alles drin ist. Die ist leider nicht richtig zu. Die ist nicht richtig zu? Nee. Muss. Genau. Ah, da hört man den Sound auch mal. So. Hey, wieso immer dann? Aber das ist auch, als Beifahrer ist es auch immer nervig, irgendwie diese Tür zuzumachen. Weil man braucht so ein bisschen Schwung. Aber im Xerion ist es mir damals auch immer passiert, dass die Tür noch so halb offen war. Es ist, ach, es ist immer, ach, ist wieder, immer wieder ein Highlight mit diesen Treckertüren. Gut. Was ist das denn für ein Fendt, den wir jetzt hier fahren? Genau, das ist der 720 Vario, gehört zu der 700er Baureihe, ist ein Sechszylinder-Schlepper, hat 200 PS. Ja, ist aus dem Baujahr 2013, also der heißt ein 27 SCR. Mittlerweile gibt es ja die S4. Ist das eher neu in der Landwirtschaft, so ein Trecker, oder ist das eher so mittel das oder alt? Ist schon in Ordnung. Also das ist schon in Ordnung, gesagt. Und mit dem Trecker geht's dann vorbei an vielen Feldern zu dem Stoppelfeld, auf dem ich heute alle Funktionen des Fans kennenlernen werde. Vom Fahren über die Joystick-Bedienung bis hin zur GPS-Funktion werde ich alles erklärt bekommen. Kurts Familie führt den Hof übrigens schon seit mehreren Generationen. Mittlerweile bewirtschaften sie rund 200 Hektar Feldfläche in der Nähe von Hannover.
und auf einem Teil dieser Feldfläche beginnt nun meine Aufgabe. Okay. Das war, glaube ich, damals am Sonntag. Die haben mich auch noch, am Anfang haben die mich noch verarscht. Also, der Kurt hat mir gesagt, wir verarschen jetzt den David und ich sollte irgendwas sagen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Irgendwas mit dem älteren Trecker von denen. Und parallel haben die allerdings abgesprochen, dass die beiden mich verarschen. Und das ist überhaupt nicht aufgegangen. Also, es war wieder lustig. Es war einfach nur unangenehm. Ich glaube, ich dachte auch, das ist im Video. Aber also vielleicht ist es am Ende drin. Aber ich glaube, das habe ich rausgeschnitten komplett. Naja, und dann sind wir eben aufs Feld gefahren und dann durfte ich mal eine Runde drehen. Hat ja kurz sich mal Zeit genommen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ich war später auch nochmal bei der Ernte bei ihm. Da war es ein bisschen stressiger, aber hier an dem Sonntag war es wirklich sehr, sehr entspannt. Und der Erich war auch noch dabei. Ich glaube, der hat die Kamera gemacht. Rekord, was muss ich machen? Ja, also wir sind jetzt in dem Fahrbereich, dass du nur aufs Fahrpedal drücken musst. Das ist hier, das ist ganz rechts. Das ist kein Gaspedal mehr, sondern ein Fahrpedal. Ja. Du kannst erstmal mit dem Pedal das Lenkrad zu dir hinziehen. Drück mal drauf. Dann musst du einmal den Benöppel hier nach vorne drücken. Das hier? Genau, und dann wirst du auch sehen, dass ich jetzt nur noch der Pfeil hebe. Nur diesen orangen. Achso. Dann wirst du sehen, dass der Pfeil sich jetzt nur noch. Ja. Und jetzt drückst du einfach aufs Fahrpedal drauf. Hier? Ja, genau. Ah, oi. Geht los! Okay. Muss ich mal gucken, dass ich den da wahrscheinlich umfahre. Das ist ja wirklich, das ist ja gigantisch. Gigantisch, sagt er. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal Trecke gefahren bist? Ja. Und? War ja, für dich aber natürlich nichts damals, Besonderes. Damals immer auf dem Schoß und so. Ja. Und das war. Alter Hase. Für mich ist natürlich jetzt schon großartig, ne? Ich bin so ein großes Fahrzeug noch nie gefahren in meinem Leben. Ja. Das ist so lustig, das aus heutiger Sicht zu sehen, das Video. Wenn man jetzt schon ein paar Mal Träger gefahren ist. Aber damals kannte ich es halt wirklich nur aus dem Landwirtschaftssimulator, ne? Ja, herrlich. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Aber ich glaube, wir sollten in Zukunft öfter... Mir macht es jetzt schon riesigen Spaß, diese Reaction. Ich glaube, wir sollten das in Zukunft öfter mal machen, auch mit eigenen Videos. Ich dachte, es wäre unangenehmer, was von sich selbst anzuschauen. Aber ich glaube, wenn das schon ein bisschen weiter hinter einem liegt, dann erinnert man sich gerne dran. So die ganz frischen Sachen, die kann man sich vermutlich nicht angucken, ohne sich ein bisschen zu schämen vielleicht auch. Übrigens, das Video war, glaube ich, auch mein erstes Video in den Trends damals. Ach, herrliche Zeiten, 2019. Damals ging es richtig los mit YouTube. Was war ich denn falsch? Nein, es ist einfach, ja, das Verhalten, so, das merkt man dann. Ne? Ja, ne. Ist halt komplett unsicher. Ne? Also man hat zwar das Lenkrad in den Händen, du aber... Du ruhig schneller fahren. Ja? Also, wie viel darf ich denn fahren? Also wir sind ja hier auf einem Maisstoppelfeld sozusagen. Ne? Ihr habt das hier abgeerntet. Genau, das habe ich zusätzlich noch gemulcht gehabt. Wir haben das gemulcht. Ah, habe ich ja gelernt durch euch, der Maiszünsler. Ne? Das muss immer gemulcht werden, das Maisstoppelfeld, wegen des Maiszünslers. Teilweise nicht ganz getroffen, aber egal. Das muss ich nach dem. Soll ich in irgendeiner besonderen Spur fahren? Du kannst quer über das Feld fahren, okay. Du kannst fahren, wie du willst. Genau, jetzt fahren wir 10 km/h, da zeigt er die Geschwindigkeit an, da drüber zeigt er den Schlupf an. Das macht den Schlupf, Radarsensor, beziehungsweise das GPS-System. Oh. Okay. Genau, du siehst jetzt da rechts, siehst du die 43,1 km/h. Ja. Wenn du zum Beispiel den hier zurückziehst, fährt er jetzt nur noch 20, beziehungsweise 25, ne? Ah, okay. Du merkst auch, dass du ein bisschen langsamer geworden bist, obwohl du gar nichts gemacht hast. Ja. Wenn ich jetzt so mache, fahren wir nur 5 km/h maximal. Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt komplett drauf trete, dann fährt er maximal 5. Wozu braucht man das im Betrieb? Also das ist ja offensichtlich so eine Begrenzung, ne? Aber ich habe irgendwie vergessen, wozu man das braucht. Wenn man... Nee. Kmh. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Die ganze in Zeit. Fall, ja, genau. Und dann könnte ich jetzt hier noch so ein Tempomat einstellen und dann brauche ich gar nichts mehr machen. Genau, du kannst. Ich mach den jetzt mal wieder schneller. Ja. Wenn du gleich, einfach wenn du Lust hast, du kannst, fahr mal so 15 km/h und dann machst du den Hebel einfach nach rechts. Ja. Dann wirst du auch sehen, dass da ein rotes Symbol geht. Dann hat er die Geschwindigkeit jetzt genommen, die du gerade gefahren bist. Also sprich, ohne die voreingestellte Geschwindigkeit. Also dann fahre ich mal hier 15 km/h. wie so ein Opa, der so auf den Tacho guckt mit seiner Lesebrille. Kann auch 50 fahren, ja. 50 fahren. Flottenspruch. Ich war ein bisschen angespannt in der Situation, das merkt man offensichtlich auch. Aber Kurt immer flotte Sprüche auf Lager hier. Wir mal nach rechts hin hier. Jetzt hast du 3,2 eigentlich mal. Aber krass, das ist ja richtig angenehm. Man hat das ja alles sehr gut im Blick, ne? Man kann sich sofort umdrehen.
Viel besser als im LS, wo man immer nur so nach vorne guckt, ne? Da hat man überhaupt keine Ahnung. Ja, das war tatsächlich, da erinnere ich mich noch dran, das war wirklich so ein Learning, ne? Wenn man immer Landwirtschaftssimulator fährt, dann hat man wirklich eine sehr begrenzte Sicht. Also man guckt nach vorne und man kann natürlich auch mal zur Seite gucken und so mit der Maus, kann sich da ein bisschen umgucken oder mit dem Joystick. Aber ich fand das beim Fahren in einem realen Trecker wirklich so komfortabel, dass man nichts bedienen müsste, sondern einfach nur einen Blick nach rechts oder links. Also das Sichtfeld ist einfach so viel weiter in der Realität als auf so einem Bildschirm, ist ja auch klar, ne? Aber so dieses Erlebnis, das mal das erste Mal zu erfahren, das habe ich noch in Erinnerung. Das war wirklich, das war wirklich eine Erkenntnis. Also, ja. Wo ist eigentlich die Bremse hier? Genau. Die Bremse. Jetzt passt auf. Gott, ja, sagt einfach nichts. Sagt einfach nichts. Oh, die Bremse ist das. Und dann habe ich geschnitten, weil das ging noch, ja, so 5-6 Meter oder sowas sind wir so noch gefahren. Und das war richtig ruckelig da in dem Trecker. Und ich dachte mir, jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen Piano machen. Man sieht es gar nicht so auf der Kamera, aber man hört ja schon, dass da alles so durch die Gegend klappert. Die Bremse war hier gewesen. Genau. Okay. Herrlich. Okay, also du kannst auch, wenn du auch wieder aufs Gaspedal drückst, fahr mal ein bisschen. Ja, gut, jetzt lass mal los. Wenn du jetzt aufs Gaspedal wieder drückst, dann wirst du gleich sehen, dass das rote Symbol weggeht. Dann geht der Tempomat raus. Der geht sobald raus, sobald du die Geschwindigkeit. Du hast jetzt Geschwindigkeit quasi überschritten mit dem Fahrpedal. Ja, okay, gut, das ist ja wie ein normaler Tempomat eigentlich. Aber es ist ja nicht nur möglich, hier drüber zu fahren, sondern man kann auch über den Joystick fahren. Genau. Ne? Wir können jetzt erstmal über den Joystick mitnehmen. Na, ein Mann vom Fach. Ich glaube, das hat Colt mir vorher erzählt. Sprich, das heißt, du hast hier den Joystick. Wenn du den hier nach unten hast, dann reagiert er nur sehr langsam. Ja. Also sprich, er fährt sehr langsam vor, merkst ja, ich halte und er beschleunigt sehr langsam. Ja. Wenn du den nach oben machst, wirst du merken, dass er doch schneller. Ja. Wenn du den Hebel weiter nach vorne machst, wird er schneller. Zu verzögern, ziehst du den Hebel einfach immer nach hinten. Okay. Seid ihr eigentlich Team alter Joystick oder Team neuer Joystick? Also mit Fend One ist das ja alles auf einem ganz anderen Level. Ne? Also das ist ja viel umfassender, was man da so alles machen kann im Cockpit, beziehungsweise auch gerade an der Konsole beziehungsweise am Joystick. Da hat man ja super viele Knöpfe und auch der Joystick fühlt sich anders an. Aber es gibt ein paar Verfechter von dem alten Joystick, den wir hier sehen. Von dem etablierten Joystick, vermutlich, weil man sich dran gewöhnt hat. Seid ihr Team alt oder Team neu? Schreibt es mal in die Kommentare, bin ich mal gespannt. Na, jetzt hast du den Tempomat schon rausgenommen, ne? Ja. Besser war's. Oh, Gott, du traust mir viel zu, ne? Also ich könnte jetzt da vorne gehen wollen. Ja, naja. War ich ein glücklicher Mann an dem Tag offensichtlich. Fahren und dann wär's das. Und es ist auch warm geworden hier drin, ne? Ja, die Heizung läuft. So. Machst du den Hebel einfach mal nach rechts. Okay, alle festhalten hier vermutlich. Ne? Ah ja, hoi, wie viel PS hat das eigentlich? 200. Oh Mensch, Ansgar hat er doch eben erklärt. Zuhören, Mensch. Das erkennst du bei dem, die zweite Zahl, dann die Zahl bei 724, hängst du immer nur 0 hinter. Der hat dann 240 PS. Das ist aber schon 37. Alter, wie viel fahren? Boah, wie die Erde so in die Luft gewirbelt wird, ne? Also, aber schon, naja, an der Stelle nochmal Danke an Kurt und seinen Acker. Er ist kaputt gefahren. Turbofahrt hier. Wenn du jetzt einfach auf die Bremse drückst, ganz normal, dann bremst du. Also, ich mach das mal ein bisschen. Drück mal auf die Bremse runter. Okay. Ja, relativ komfortabel hier. Ja, relativ schnell fahren wir jetzt von ab und runter. So. Wollen wir jetzt einmal zu dem Lenksystem rüberkommen? Ja, dann zeige ich mir noch das Lenksystem. Genau, wir müssen jetzt hier einmal das GPS-Modus aufmachen. Hier können wir einmal quasi gucken, also hier können wir die Kategorien einstellen. Zum Beispiel Isobus, sprich wenn ich ein Gerät habe, das Isobus-fähig ist, was ich dann nur über den Computer hier vom Trecker steuere. Siehste, habe ich alles vergessen. Dann haben wir noch zusätzliche Kamera und hier unten haben wir eine GPS-Karte oder GPS-Ansicht. Hier ist nochmal ein Traktor-Info, das kannst du gar nicht ändern. Drücke ich hier auf Bestätigen. Jetzt siehst du, dass da unten GPS eine Karte aufgeklappt ist. Ja. Die können wir jetzt einmal großziehen. Vorführeffekt. Dann drücken wir auf. Wir stellen das einmal hier oben auf Bahn Plus. Drücken hier auf Plus. Ach. Und jetzt
können wir einmal unterscheiden zwischen einer A-B-Linie. Das heißt, wir setzen unten mal einen A-Punkt und oben am Ende des Feldes einen B-Punkt. Der zieht die beiden Punkte gerade und lenkt dann eben eine gerade Bahn. Oder eine Kurvenbahn. Meinetwegen, wenn du ein Feld hast, was viele Kurven hat, wo du halt erste Kurven machen musst. Oder kannst du noch einen Kreis einfach machen, manuelle Eingabe überkommen. Ich kann mich noch dran erinnern, der Kord hat mir damals auch, ich glaube, er war der Erste, der mir GPS im Landwirtschaftssimulator erklärt hat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, dass er es in Pharmatown reingebracht hat und ich glaube, es war auch Thema in einer Folge dann damals. Und da ist ja das Übliche, dass man diese AB-Linie da macht. Computer dann zum Beispiel, da kannst du hier noch so einen Gradwinkel machen. Wir machen jetzt einmal die AB-Linie, steht Ihnen das? Siehst du, ist da ein A gekommen. Jetzt musst du einmal auf das A drücken und einmal ein bisschen fahren. Und zwar exakt mindestens 10 Meter. Auf das A drücken hier? Genau. Jetzt musst du einmal 10 Meter fahren. Okay. Du musst einfach auf Fahr runter drücken. Soll ich irgendwie gerade fahren oder soll ich. Du kannst einfach, der verbindet dann die beiden Punkte gleich. Fahr ein bisschen nach rechts. Ja. Dann kommen wir am Ende passend wieder an. Jetzt ist das B. Ja. Jetzt drückst du mal auf das B. Ja. Und sagst auch, okay. Spurlinie AB. Das ist ja echt. Ich dachte, das war im LS komplett falsch dargestellt. Das ist ja. Im Prinzip ist es das System, ne? Es ist schon. Ach, siehst du, da haben wir sogar die Referenz. So, Spurlinie vorhanden. Soll ich das überschreiben? Genau. Ja. Okay. Musst du nochmal mal hier auf das Lenkrad, das ist für GPS aktivieren. Ja. Jetzt kannst du hier gleich über den Joystick sehen. Du siehst jetzt hier solche Bahnen. Ja. Kannst hier oben zum Beispiel nochmal die Distanz angucken. Das ist schon cool. Also auch aus heutiger Sicht finde ich es noch cool, wie einfach das geht, ne? Sich dieses GPS einzustellen. Also ich meine, klar, man muss Arbeitsbreite und sowas, alles muss man da berücksichtigen. Und das ist jetzt wirklich die einfachste Version. Aber im Prinzip ist es das. A-Punkt erstellen, 10 Meter fahren oder 5 Meter fahren und dann B-Punkt erstellen und dann werden daraus die Linien generiert oder die Reihen, die Spuren generiert. Coole Technik. Verleitet aber auch, ne? Also es gab ja den einen oder anderen Unfall schon. Es gab ja irgendwann so einen Strommasten da. Der ist so ein 16-Jähriger, glaube ich, in Strommasten gefahren. Das war letztes Jahr. Und da haben mich ganz viele markiert, frecherweise. Nach dem Motto, Ansgar, was tust du das? Aber es verleitet natürlich ein bisschen dazu, dass man nicht mehr ganz konzentriert bei der Sache ist, ne? Also habe ich schon öfters mal gehört. Aber ich glaube, man kriegt das schon hin. Also, ja. Und es ist wesentlich entspannter und vermutlich ist das Resultat oft auch besser. Oder? Nehme ich mal an. Wie weit du jetzt von der Bahn entfernt bist. Hier kannst du zum Beispiel nochmal zoomen. Kannst dir das ganze Feld anzeigen lassen. Das ist zwar ein anderes Feld, aber egal. Dann kannst du hier wieder auf Minus gehen, den Trigger größer ziehen, kleiner ziehen. So, du fährst jetzt mal und dann musst du gleich mal auf das Lenkrad achten. Wenn da dann ein grünes Symbol kommt, also sprich, du musst hier einmal auf die Taste drücken, dann wird dann ein grünes Symbol kommen. Aber dazu musst du jetzt erst fahren. Okay, mit was fahre ich? Einfach mit Fahrpedal. Ah, okay. So. Jetzt wird das X gleich aufgehoben sein. Genau. Jetzt drückst du mal auf die Taste. Go. Jetzt siehst du, dass das Lenkrad grün geworden ist. Ja. Und jetzt lenkt der Trecker schon selber. Ah, okay. Und wir sind 0,01 Meter von der 10 Zentimeter. 10 Zentimeter? Nee. Davon ab. Er hat jetzt nicht mal mehr. Nee, 1 Zentimeter. 1 Zentimeter. Wenn du jetzt einfach mal zum Beispiel die Abweichung mit rum. Siehst du jetzt, dass er die Bahn weiterfährt? Ja. Das drehen wir gleich einmal auf. Und jetzt drückst du einfach mal auf die Taste und er wird in die nächste Bahn reinfahren. Die ist jetzt, da wir eine Arbeitsbreite von 3 Meter, ein Arbeitsgerät von 3 Meter haben, jetzt auch. Ist aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr ganz so spannend, aber damals war es schon aufregend, mal so die ganzen Funktionen von so einem Trecker kennenzulernen. Wobei das ja nur eine ganz kleine, also das ist ja nur eine Funktion von ganz vielen, ne? Das ist nur eine ganz kleine Auswahl. Bahn 6. Aber ja, spannend war das. Wir jetzt 18 Meter von der vorherigen Bahn. Okay, also sozusagen ich lenke am Ende der Bahn selbst noch, aber er findet dann selbst sozusagen wieder die Spur. Du sagst dann, willst jetzt die Spur XY6, was ich haben will. Du drückst dann einfach auf den, dann führt er dich selber in die Spur rein, die auf dem Computer voranzeigt. Nach gut einer Stunde geht's für uns aber wieder zurück zum Hof, ins Auto und dann zum nächsten Fahrzeug. Was? Ach, das war, stimmt, habe ich ganz vergessen.
Okay, nachdem ich ja eben schon mal so ein bisschen auf dem Feld Trecker fahren durfte, sind wir kurz zur BGA gefahren. Ich habe nämlich hier Richtig. Auch mit anderen Landwirten eine BGA, ne? Genau, der Kord teilt sich nämlich mit anderen Landwirten zusammen eine Biogasanlage und die muss natürlich auch immer gefüttert werden. Und meldet sich auch manchmal mit irgendwelchen Fehlern oder sowas. Und an dem Sonntag sind wir dann auch mal schnell hingefahren und haben da ein bisschen was reingeworfen. War auch ganz spannend, mal so einen Teleskoplader zu fahren. Genau, mit zwei anderen noch. Mit zwei anderen und ich hatte unter anderem diesen Glas Skorpion. Genau, wir haben gerade eben... Skorpion? Oder sagt man Skorpion? Ich weiß es nicht. Nochmal den Maisvorrat aufgefüllt, eben für die Tagesration zum Füttern. Sprich, die Biogasanlage kriegt einmal Mais und Gülle zu füttern und dadurch entstehen Bakterien und dadurch wird dann eben Gas produziert. Das ist, jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Teleskoplader. Wir haben hier einen Klaas-Teleskoplader, den Skorpion 7040. Ja, Skorpion, da haben wir die, da haben wir die Antwort. Der Teleskoplader ist bei uns dazu da, um den Mais eben in den Feststoffeintrag zu bringen. Weil wir sind sehr wendig mit dem Teleskoplader, wie du gerade selber schon erfahren hast, durch die Allradlenkung. Das heißt, vorne der Reifen, das Reifenpaar dreht sich nach links und hinten nach rechts, wie beim Landwirtschaftsmoderator, wie beim Xerion zum Beispiel auch. Ah! Das ist eben der Vorteil, dass du sehr wendig bist, auch an Stellen zum Beispiel. Jetzt hier gerade aktuell sehen wir die sogenannte Hundeganglenkung. Die ist einfach dazu da. Wie viel Mühe sich auch... Kord ist ein unglaublicher Quatschkopf. Also wirklich, der ruft einen manchmal völlig betrunken von irgendeinem Feuerwehrfest hin, mitten in der Nacht an. Ich glaube, das kann man hier erzählen. Und will einem da irgendwas erzählen oder hat irgendeine vermeintliche Frage. Also ist wirklich ein richtiger Müllkopf eigentlich. Aber man sieht hier, der kann sich auch wirklich Mühe geben und versteht viel von seinem Fach. Also find ich richtig gut, dass er damals sich so Mühe gegeben hat und das so, ja, so gut erklärt hat. Weil gibt auch eine andere Seite, wie gesagt. Beim Teleskoplader und zum Beispiel, wenn du jetzt auf dem Haufen mit fest fährst, kannst du zum Beispiel auch noch versetzt fahren. Oder du kommst auch leichter, wenn du jetzt zum Beispiel schräg fährst, kannst du zum Beispiel leichter an so eine Wand fahren. Weil du einfach viel wendiger bist und dadurch viel besser in die Kurven zum Beispiel kommst, je nachdem, wie du es gerade brauchst. Dann hast du an deiner rechten Hand einmal den Joystick. No. Ist nicht so wie beim Trecker der Joystick. Wir haben einmal eine Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Wenn du den Hebel nach hinten ziehst, dann geht der Arm hoch. Kannst du ja mal machen. Ja gut, ist, würde man jetzt. Genau, würde hochgehen, nach vorne runter, wie beim Trecker auch, wie beim Teleskoplader auch. Nach links ist Schaufel rein, nach rechts ist Schaufel raus. Dann kannst du hier bei dem Hebel noch den Arm rausschieben, also verlängern. Sprich, du hast eine höhere Hubweite. Ich würde vorschlagen, da hatte ich keine Lust mehr auf die Erklärung. Übrigens, ich habe jetzt hier so einen Joystick, ich zeige euch den mal gerade. Sieht man den? Ah, hier. Ein bisschen staubig. ich habe hier mir so einen Joystick gekauft von Thrustmaster und ich habe jetzt das erste Mal den im Landwirtschaftssimulator ausprobiert und ich war überrascht. Ich war überrascht, wie nah das an der Realität ist von so einer Teleskopladersteuerung. Also, dass man das so komplett in der Hand hat, den Joystick, und dann eben nach rechts oder links schwenken kann und auf und zu machen kann und vor und zurück und so, das ist schon sehr nah dran. Also, das fand ich schon ganz eindrucksvoll. Vorher habe ich immer mit diesem Seitenkonsolen-Ding da gemacht. Aber egal, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich bin gerade schon ein paar Meter gefahren, aber ich habe die Schaufel noch nicht bewegt. Wir haben den Motor gerade mal ausgemacht, weil sonst versteht man uns nicht mehr. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus und darf jetzt, glaube ich, selbst mal die Schaufel ein bisschen bedienen. Ne? So, ihr könnt ja ein bisschen weiter nach außen gehen, dann seht ihr das genau oder wie auch immer. Genau. Musst du auf die Bremse einmal drücken und dann den Schlüssel umdrehen. Und einmal noch. Noch weiter. Aha. Genau. Wenn du jetzt den Arm hoch machst, ziehst du mal nach hinten den Arm. Wir stellen fest. Nach vorne über Landwirtschaft zu Blatt auch immer zu sehen. Wenn du den Hebel nach vorne ziehst, kannst du mal ganz hoch machen. Nee, dann musst du den halten. Ne? Achso, ich kann so fahren. Dann fährt eben der Arm raus. Okay, ist ja cool. Es ist so. Wenn man es so mit der Maus macht, ist es halt einfach scheiße irgendwie. Aber mit dem Joystick ist halt. Das ist zu viel Ehrlichkeit hier. Wenn man es mit der Maus macht, ist es halt einfach scheiße. Naja. Ich bin überrascht, dass ich so über mich selbst lachen kann hier. Das hätte ich nie erwartet. Naja, ehrlich. Weiter geht das. Wirklich, und dann noch diese Kippschalter hier, das ist halt schon irgendwie. Diese Haptik, das ist immer das, was in so einem Simulator wählt. Das ist hier einfach besser.
Hat er recht, der gute Mann. Hat er recht. Da und auch ein bisschen dreckig, das gehört auch dazu. Naja, aber ich danke auf jeden Fall für die Einführung, dass ich immer ein bisschen fahren durfte und das mal selbst steuern durfte. Ja. Ne? Wir fahren jetzt vielleicht noch zu einem anderen Standort. Vielleicht. Genau, gucken wir mal, dass wir da jetzt noch ein bisschen was sehen von eurem Hof. Ihr habt ja noch ein bisschen mehr im Pedo, ne? Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir das Gerät wieder. Ich mache das Ganze hier gleich wieder aus. Der Abmoderationskönig, bis gleich. Mach das nochmal schnell. Bis gleich. Und nach der Biogasanlage wartet die letzte Station auf uns. So, mittlerweile sind wir ein paar Meter gefahren, ein paar Kilometer, glaube ich, sogar gefahren und sind jetzt hier zum Drescher gefahren. Kroll, du kannst mir auch noch den Drescher hier zeigen. Ihr habt einen Case hier, ne? Genau, wir haben zusammen mit wem anders einen Case-Mähdrescher. Das ist ein Rotordrescher, ein Case 5140 mit 6,80 Meter Schneidwerksbreite. Den sieht man übrigens auch in dem Video, als ich das erste Mal Drescher gefahren bin. Da sind wir genau mit dem Teil gefahren. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir gehen einfach mal hoch. Ja, dann zeig erstmal, man muss ja erst das Ziehzahler machen, ne? Genau, das ist die. Pass jetzt selber ein. Hier haben wir das Lenkrad, mit dem Fußpedal auch, kann man sich ranziehen. Ja, dann haben wir hier den Fahrhebel. Nach vorne fährt der Mähdrescher vor. Rückwärts. Wir haben hier alle sämtlichen Funktionen, die man so schnell, wo man in der Regel immer mitarbeitet. Kornrohr raus, Kornrohr rein, abtanken, Schneidwerk, Schrägfeuerdraht hier zu bedienen, die Haspel, Hoch-Runter-Automatik. Dann haben wir noch ein Lenksystem, wenn das hat. Dann haben wir hier die ganzen Einstellsachen, wie zum Beispiel. Es war übrigens arschkalt an diesem Tag. Also, oh, ich meine, ich zähle da jetzt noch fast, wenn ich das so sehe. Es war alles kalt an dem Tag. Nur als der Träger dann beheizt war, da war es relativ warm da drin, aber draußen, oh, frostig kalt. War ja irgendwann, wie gesagt, November, ein Tag nach der AG-Technica. Oh. Zum Beispiel Rotordrehzahl, Rotorkorbabstand, alles, was ich zum Dreschen einstellen muss, wie Gebläse, also irgendwie für die Reinigungssysteme. Dann kann ich hier den Rotor, das Dreschwerk anschalten, das Schneidwerk. Hier habe ich meinen Computer, auf dem ich alles angezeigt bekomme. Noch ein Kamerasystem, drei Kameras sind insgesamt verbaut. Einmal am Abtankrohr, dann hinten und am Zugmoor vom Schneidwerkswagen. Weil das ist schwierig, hinten zu sehen, wo das Schneidwerk gerade ist. Ja. Um da dann richtig ranzukommen. Haben wir hier zum Beispiel noch Korntank aufklappen, Korntank zuklappen, Straßenmodus. Das Schönste natürlich die Rundumleuchtung. Wir können uns ja gleich nochmal in das Herzstück ansehen. Genau, wir schauen uns mal, ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Beispiel. Genau. Okay, dann schauen wir uns den Rotor hier mal an. Du machst hier die Klappe schon mal auf. Das Herzstück des Dreschers. Genau, wir haben hier den Rotor, also sprich das Dreschsystem. Das ist ein reiner Rotordrescher. Ich habe vorhin von der Rotorgeschwindigkeit erzählt und von dem Korbabstand. Der Korbabstand ist das hier, das heißt, ich kann quasi einmal den Korbabstand stellt man deswegen ein, wie groß die Körner sind. Und dadurch kannst du den Ausdruck bzw. den Ausrieb einstellen. Dann kannst du mal die Drehzahl einstellen, ob du langsamer, es gibt manche Früchte, die müssen, wo du weniger Drehzahl brauchst oder mehr Drehzahl. Und da kannst du das dann eben darüber einstellen. Dass der hat oben. Die Kamera hat irgendwie, ist in einer anderen Galaxie unterwegs gerade. Antrieb, kann man da oben auch sehen, wo der Motor ist. Und darüber wird das dann gesteuert. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Als letztes bekomme ich nun noch eine Führung durch die Getreidesilos am Hof. Oh, alles voll, alles dreckig da im Ärmel. Oi, 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 oi. Alles staubig. Ach, das war in der Getreidetrocknung. Inklusive Trocknung. Die haben eine eigene Trocknungsanlage am Hof. Das ist, glaube ich, richtig Luxus. Also es hätten, glaube ich, gerne viele, aber haben die wenigsten. Trocknungs- und Reinigungsanlage. Wird auch noch abgepustet.
Das war soweit hier von dem Tag. Vielen Dank, Cord. Vielen Dank, David, dass ihr mich hier so ein bisschen eingeführt habt. Und auch vielen Dank an Erik, der hinter der Kamera steht. War auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich. Ich bin ja so einen Teil noch nicht gefahren. Wir sind ein bisschen über den Acker gefahren. Ansäen konnten wir heute leider nicht. Oder drillen, wie du immer sagst. Das ging leider nicht. Tellern. Dazu ist es einfach zu nass heute. Das ist nicht möglich. Aber vielleicht können wir es nochmal wiederholen. Beziehungsweise, wenn ich im Sommer nochmal vorbeikommen sollte, dann... Wird also, da die Ernte sein? Also, es gibt einen Teil 2. Ja, es gibt einen Teil 2. Ah, siehste, wusste ich gar nicht, dass es damals schon versprochen wurde. Ja. Wenn ihr es sehen wollt. Bei 10.000 Likes. Wenn ihr es nicht sehen wollt. Bei 10.000 Likes. Und wie viel hat das? 16.000. Na dann. Kommt es trotzdem. genau. Gut, ich danke euch beiden auf jeden Fall. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht in Teil 2 noch sehen wollt. Oder was ihr vielleicht noch wissen wollt. Vielleicht habt ihr ja noch Fragen. Vielleicht wollt ihr auch noch mal einen anderen Teil. Ja, das war das Video. Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Aber das war doch eine ganz spannende Sache. Ich hatte es selbst gar nicht mehr so in Erinnerung, aber war doch ein cooles Video. Und das war tatsächlich, glaube ich, nicht das erste Video, wo ich selbst mal irgendwas gefahren bin. Da haben wir ja so eine ganze Videoreihe, wo ich die Dinge mal ausprobiere. Aber es war auf jeden Fall eines der ersten Videos, dass ich irgendwann mal mit einem Träger davon Hof zu Hof fahren würde. Das wusste ich damals auch noch nicht. Deswegen ist es natürlich doppelt lustig, das so zu sehen. Aber ich habe das damals gemacht. Und war da im Simulationsbereich ja, glaube ich, so der Erste oder mit der Erste, zumindest in Deutschland, der vom Simulator mal in die Realität gegangen ist, weil ich halt immer dachte, ich meine, wie es im Simulator dargestellt ist, ist alles gut und schön, ne? Und das macht Spaß und da kann man einfach spielen. Aber ich glaube, oder ich dachte mir, es ist ein Mehrwert für die Videos, wenn man selbst auch weiß, wie es in der Realität gesteuert ist. Man muss nicht jedes Detail kennen, aber wenn man so ein Gefühl einmal dafür bekommen hat, was in der Realität so alles geht, wie sich das so anfühlt, was man da so macht, ne, dann ist, glaube ich, kommt es auch den Gameplay-Videos zugute. So war meine Denkweise. Deswegen habe ich immer mal so Videos gemacht. Wie gesagt, Drescher sind wir noch gefahren. Big M durfte ich mal fahren bei Krone. Das war auch ein großes Highlight. Truck bin ich mal gefahren und noch viele weitere Sachen können wir uns in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch anschauen. Das war allerdings hier meine erste Reaction, ist jetzt glaube ich schon relativ lang geworden. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ich mich so geschlagen habe. Kann ich Reactions machen oder muss ich irgendwas verändern oder was habt ihr so für Wünsche oder habt ihr irgendwelche Videovorschläge, worauf sollte ich mal reagieren, was sollte ich mir mal anschauen? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin wahnsinnig gespannt. Das war das erste Video und in den nächsten Tagen gibt es dann noch weitere Videos und dann gucken wir mal, was in den nächsten Wochen noch so alles hier auf dem Kanal passiert. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.